Alright, was geht ab, Leute? Team Bubble Tea. Heute haben wir den Lorenzo, der steht 7-0 auf der Regional in München. Und der zeigt uns heute jetzt sein Deck. Ich habe Pendulum Magicians gespielt, Magic Spectre Version. Also erstmal 3 Apex, beste Karte im Deck, kriegst du immer raus. Scales kannst du zusammensuchen. Dann habe ich heute 3 Laster gespielt. Ich habe mehr Cosmo erwartet. Der hat eigentlich nicht wirklich Synergie mit dem Deck. Die Scale passt nicht wirklich. Aber er ist halt einfach ein guter Tuner, mit dem du Gnister rauskriegst und damit Cosmo klatscht. 2 Pegasus, Magic Spectre, ziemlich gut zum Upsafen, du lockst die Normals damit raus und kannst dann mit der Trap finishen. 3 Raccoon und 3 QB. Pro ist schlecht, die Spell ist nicht wirklich gut und du willst einfach nur Tempest suchen, dass du jetzt schon sozusagen Note spielen kannst. 3 Joker, sucht alle Magicians und ist einfach der Start von dem Deck. 3 Off-Dragon, eine wichtige Karte, macht deinen Plus, addet dir Insight wieder, den du dann wieder abwerfen kannst. Wenn er kommt, kannst du dir eins von Grave adden, deine Exit-Materialien recyceln. Dann die beste Karte im Deck eigentlich, der Insight Magician, der schießt dich selber und sucht ein anderes Scale. So kriegst du schon ein Extra-Deck voll und du kannst immer die richtige Scale hinlegen. Nur eine Dragon Vein, die ist eigentlich wirklich nur gut, weil sie Scale 1 ist und im Side-Deck Cyber Dragon Core pendeln kann. Aber sie kann auch Monster schießen, was aber halt überhaupt gar nicht vorkommt. Dann Dragon Pit, nehme ich mich 3, ist die einzige richtige High Scale, mit dem du Apex beschreiben kannst. Scale 8 und schießt Backrow, sehr wichtig, um Sachen wie Great Horn of Heaven und sowas rauszulocken. Dann habe ich heute 3 Wavebringers gespielt. Für Mirror Match, mir selber hilft es nicht wirklich viel. Ich kann ab und zu meine Magic Spectre Plays damit erweitern, aber so gut war die Karte letztendlich heute nicht. Ein Regiki, Cosmo, BA mit Dweller. Dann 3 Pendle Call, wichtigste Karte, 2 Magicians, für die Magic Spectre Traps, 1 Tornado und 3 Tempest und Warning Valentinus. Extra, 2 Gnister. Krasse Karte. Krasse Karte, tötet Cosmo, Mirror Match, seine Skate zerstören. Dann hatte ich ein Castell, Standardkarte. Dann Totem Bird, wenn du 2 Raccoons hast, ein Trapeze Magician für OTKs, Direwolf zum Backrow rauslocken, Dweller eben gegen BA und Cosmo, dann Ptolemaios, Diamond, Pleiades und Durendal für Optionen einfach First Time gute Xyz rauszulegen, der Magister, um Panel Monster zu suchen, auch First Time gut, ein Dracozac, sind 7er Monster drin, kam heute nicht vor, aber kann schon vorkommen. Dann und dann am Ende noch 2 Chimeratic Fortress gegen Cosmo. Side-Deck, 2 Cyber Dragon und 2 Cyber Dragon Core. Ziemlich gut im Deck, du kannst ihn auf das Garden für Pendulum Call, dann Cyber Dragon Special, ist auch ein kleiner Plus-Effekt. 2 Maxi, ich nie gewordet heute, du willst den Gegner stoppen und nicht ziehen davon. 3 MST, wichtige Karte, kommt aber wahrscheinlich raus für Typhoon, wenn die Karte im Mirror Match besser ist. 2 Great Horn, auch ein Mirror Match wichtig, gegen Lightsworn, Infernoid. Iron Wall, Cosmo und Infernoid und Exist Universe mit Dracozac als Target. Wie waren deine Matchups heute so? Ich habe gegen erste Runde gegen Pepe gespielt. Ich habe insgesamt gegen 3 Pepes gespielt, 2 Mirror Match, ein Infernoid und ja. Wie fandest du dein Deck so? Das Deck ist ziemlich gut, das ist ziemlich stabil, aber der Build so, ich würde einiges ändern und ich werde auch den Autos-Build ausprobieren, weil der doch seine Stärken hat. Solange das Meta so ist, dass sich der Gegner anfangen lässt, ist der Build eigentlich besser, aber das wird sich ab Pepe verändern und dann will der Gegner anfangen und dann willst du gut auskontern können. Alles klar, danke fürs Deckbefall, Glückwunsch an den Sieg und Lorenzo will den Sieg seiner Freunde widmen. Dankeschön. Mach erst Liebeserklärung, Bruder. Ja, servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren und checkt unsere Sponsoren ab. Unten sind die Links schön alle verteilt. Und checkt unsere Facebook-Seite ab und leidet es nicht so.